man die Stalker irgendwie optisch erkennen? Auch wenn man denen auf der Straße begegnet? Ja, klar. Wenn du mal eine Lerngeschichte hast, dann hast du da gar keinen Zweifel mehr dran. Ja, und eine Lerngeschichte wird dir vermittelt, zum Beispiel durch die Kombination von ich-fremder Stimme und bestimmten Straßentheater-Szenarien. Ja, ich kann mich gut an verschiedene erinnern. Ja, das zum Beispiel habe ich im Sommer 2016 mit dem Wohnmobil in Breisach unter der Brücke kampiert. Am Rhein, gleich sehr schön, also kommt euch direkt ja, über den Weg ins Wasser springen, ja, der Rhein, glasklar, war ein Spaß dort, ja, und dann, wenn ich nicht da in dem Wohnmobil lag und den Zuckungen und Spannungen ihre Möglichkeiten ließ, dann habe ich auch mal rausgeguckt, ja, dann habe ich so geguckt ein bisschen und dann hieß es von dieser ich-fremden Stimme, Türkis. Und ich gucke dann, und dann kommt da, was weiß ich, ein Fahrradfahrer vorbei und hat einen türkisenen Helm auf. Ja, eine andere Situation, da fährt ein Auto vorbei und da ist wieder türkis. Und das geht dann stundenlang, tagelang, wochenlang. Ja, permanent hat sich das wiederholt. Deswegen ist türkis für mich eine der konditionierten Gangstalker-Farben geworden, gemacht worden. Ja, ist das das einzige optische Erkennungsmerkmal? Also ich nehme mal an, das ist jetzt eben ein Beispiel. Das ist eins für ein gelerntes, für ein konditioniertes Muster. Ja, also heißt Türkis, Gangstalking. Ja, das ist das, was da in dieser Art von, ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll, ja, gezwungener Konditionierung oder so könnte man das nennen, ja, stattfindet. Und das bedeutet nichts anderes wie ein Trigger. Ja, egal, wo ich dann parke oder mich aufhalte, ist türkis. Ja, ich gucke aus dem Fenster irgendwo auf dem Parkplatz, ich sehe türkis ja, da liegen. Ja, so funktioniert diese Art der Psychofolter auch. Ja, und jetzt, das, wie gesagt, und jetzt noch andere Beispiele. Ja, zum Beispiel Hundephobie, ja, auch. Ganz einfaches Ding, ja, um einem Menschen eine Hundephobie beizubringen, haben sie auch verschiedene Versuche unternommen. Ja, einer fand statt in der Heinzmannstraße oder in Bochum. Der Typ mit seinem Kampfhund. Den habe ich ein paar Mal vorher schon gesehen auf meinem Weg zu meinem Arbeitsplatz. Und der war unauffällig, da war kein Risiko. Ich dachte auch, ja, der läuft einfach rum, raucht seine Zigarre, ja. Stalker oder nicht, scheißegal. Ja, der hat sich nicht irgendwie erkenntlich gezeigt, so wie andere das machen, ja, oder gemacht haben. Unauffällig nenne ich so Typen. Und dann kommt er mir einmal entgegen auf dem Fußgängerweg. Und ich gehe auf der Straße, der Fußweg ist da so schmal vor seiner Hütte in der Heinzmannstraße. Und da holt er den Hund von seiner linken Seite zur rechten rüber, ja, mit seiner Handbewegung. Also ich sehe das noch, ich komme so auf ihn zu, ja. Er zieht den so langsam, ja, und wie der auf meiner Höhe ist, bin ich genauso in seiner Schnappweite und der springt mir an der Köter. Verbeißt sich hier in meiner Jacke und hängt dann da so, ja. Und ich habe überlegt einen kurzen Moment, was machst du jetzt, ne? Und ich kenne so eine Situation, habe ich schon mal erlebt, ja, ein andermal, ein paar Jahre vorher, ja, hat sich ein Hund hier in meinen Oberschenkel verbissen. Auch das, ich nehme an, das war schon damals Stalking, aber das kann ich, habe ich damals als solches nicht erlebt. Ne. Jedenfalls habe ich damals schon gesehen, der hatte den Zahn in meinem Muskel. Da habe ich mir gesagt, hey, wenn du jetzt zuckst, dann tust du dir nur weh. Ja, bin ich ganz ruhig geblieben, um mich nicht da zu verletzen, ja, den Wundezahn. Ja. Und in dieser Situation da in der Heinzmannstraße, ja, wie gesagt, hängt der Köter da und ich habe einen kurzen Moment gedacht, packe ich ihn jetzt da unten am Bein und schlag ihn tot oder lasse ich ihn so ein bisschen zappeln und jag ihn weg. Aber der hang da einfach nur, der ließ nicht locker, bis der Typ dann irgendwas gesagt hat. Zack, weg war er. Kampfhund, das nenne ich eine Attacke. Die Bullen, die habe ich dann gerufen, die kannten den Typen sehr gut, die haben sich toll begrüßt, alte Bekannte, ja, haben meine Anzeige aufgenommen und danach habe ich nie wieder was davon gehört. Ja, und jetzt
begegne mir Leute auf der Straße, ja, kommen mir entgegen mit großen Hunden, mit kleinen Hunden, ja, und machen nichts weiter wie diese Handbewegung. Führen die Hand zu der linken Seite und ziehen den Hund so auf die rechte rüber, zum Beispiel. Ja, und so gibt es etliche Beispiele, die ich dir jetzt nennen könnte. Ja, wie diese Gestapo-Stalker-Arschlöcher arbeiten.